Infrastrukturinvestitionen sind einfach wichtig für die Wirtschaftskraft von Regionen. Von daher müssen wir an dem Investitionsrückstand in Deutschland arbeiten. Und dazu brauchen wir halt Lösungen der bisherigen Entwicklung. Sicherlich ist Altschuldenerlass eine der Möglichkeiten, die wir angehen könnten. Aber es bleibt relativ diffus, was die Kommunen denn tatsächlich daraus machen. Das tatsächlich wieder in die Infrastruktur. Auf der anderen Seite gibt es den Bund, der immer einfallsreicher wird, wenn es darum geht, konkrete Programme zu finanzieren, was die Kommunen denn so alles machen sollen. Aber vielleicht geht auch das an den eigentlichen Problemen vorbei, weil ja die Kommunen sehr unterschiedliche Investitionsbedarfe haben und letztendlich eigentlich nur alleine entscheiden können, wo sie investieren. Also geht es daher um, die Kommunen in die Lage zu versetzen, zu investieren und ihnen nicht zu sagen, was sie investieren. Und da wäre die Möglichkeit einer Gemeinschaftsaufgabe durchaus denkbar, die dafür sorgt, dass Bund und Länder gemeinsam für eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen sorgen, ihnen langfristig Perspektive für Finanzierung, für Investitionen geben, sie dementsprechend auch ihre Bauverwaltung wieder aufrüsten können, um künftig erfolgreich in Infrastruktur zu investieren.